أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا، إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, wenn ihr auf unsere Unterrichtsseite geht, www.assirat.de, da geht ihr unter die Rubrik Aqidah, da seht ihr das Buch als PDF-Form, was wir jetzt gerade behandeln, das könnt ihr euch dann downloaden. Und zu jedem Aqidah-Dars gibt es entsprechende Kontrollfragen. Und zwar war unsere Überlegung, indem wir es den Leuten freiwillig ermöglichen, dass sie studieren, richtig studieren, in ihrer Sprache, die sie verstehen, in der deutschen Sprache. Weil es heißt immer, ja, wir können kein Arabisch und wir wollen trotzdem den Islam lernen. Alhamdulillah Rabbil Alamin, man hat die Möglichkeit und man kann sich immer selber testen. Man guckt einen Aqidah-Dars. Und dann sieht man, darunter gibt es Kontrollfragen zu diesem Aqidah-Dars. Und das ist eine sehr, sehr großartige Aufgabe, die jeder von uns übernehmen sollte, für sich selber verantwortlich ist. Du bist zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Du sollst nicht für mich lernen oder für jemand anderen lernen, sondern du sollst nur deine Religion lernen, damit du sie so praktizieren kannst, wie Allah, dein Rabb, dein Herr, der dich erschaffen hat und der dich nur erschaffen hat, damit du ihm dienst, dass er mit dir, subhanahu wa ta'ala, zufrieden ist. Du bist zwischen dir und Allah, subhanahu wa ta'ala, mehr kann ich dir nicht sagen. Ich kann euch nicht zwingen zum Lernen, obwohl ich würde es am liebsten machen, um ehrlich zu sein. Aber das geht nun mal nicht. Jeder muss selber diese Verantwortung für sich übernehmen. Aber zum Schluss wird er sehen. Wallahi, wenn er unter den wissenden Menschen ist, und ein Wissender sagt niemals von sich aus, dass er wissend ist, das ist auch ein Teil seines Wissens. Aber wenn er für sich selber ein paar Dinge gelernt hat, ein paar Dinge kennt, so wird er sich viel sicherer in der Ibadah, in der Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala fühlen. Wie viele Herzen gibt es, die durch Einflüsterung von Shaitan jeden Tag zwischen Osten und Westen bewegt werden, und irgendwann werden sie diese Religionspraktizierung lassen, weil sie sich von Shaitan in die Irre führen gelassen haben, wie viele andere vor ihnen das gemacht haben. Deswegen, liebe Geschwister, möchtest du, dass du deinen Feind entgegentreten kannst, und das ist Shaitan, dann musst du deine Religion lernen. Möchtest du, dass Allah dich liebt, dann musst du deine Religion lernen. Möchtest du Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen, dann musst du deine Religion lernen. Mit anderen Worten, es gibt keinen Ausweg, außer dass du inshallah ta'ala mit Ikhlas für Allah subhanahu wa ta'ala deine Religion lernst. Und wir waren letztes Mal stehen geblieben, liebe Geschwister, bei der Frage, ma alamatu mahabbati al-abd? Was ist das Anzeichen der Liebe des Dieners gegenüber wen? Gegenüber seinem Herrn Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir werden hier inshallah ta'ala weitermachen, denn das ist ein Thema, mit dem wir uns Muslime, liebe Geschwister, umfangreich auseinandersetzen sollen. Ibn Mas'ud radiallahu an, er überlieferte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: "Authaqu urwa al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah." Der stärkste Knoten des Iman, das bedeutet, das ist der vollständige Iman, den man erreichen kann. Stellt euch vor, ihr gehört zu denjenigen, die den vollständigen Iman erreicht haben. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns einen Willen gegeben. Wo ist der Beweis, dass wir einen Willen haben? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran an verschiedenen Stellen? Tfadal. Sehr gut. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Und sag und sprich, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Wahrheit ist von eurem Herrn. Allahu Akbar. Wer nun will, der soll gläubig sein. Und wer nicht will, der soll nun ungläubig sein. Heißt es jetzt, ich habe die Wahl und es passiert nichts? Wir müssen weiterlesen. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Und wir haben für die Ungerechten was? Ein Feuer vorbereitet. Und wallahi, Allah wird dieses Feuer füllen. Du kannst dir aussuchen, natürlich, ob du ihn anbeten willst oder nicht.
Du kannst das aussuchen. Das ist deine freie Wahl. Aber zum Schluss musst du was tragen? Die Konsequenz davon. Das Ergebnis. Also, wenn du bereit bist, dein Leben in vollen Zügen zu genießen, so kannst du es. Nur wisse, dass unmittelbar nach dem Tod spätestens, ich sage spätestens, weil manche schon in der Dunya vernichtet werden, wisse, dass spätestens nach deinem Tod eine gewaltige Strafe auf dich wartet. Deswegen, liebe Geschwister, Allah Azza wa Jal hat uns unterschiedlich erschaffen, gegenüber den Engeln. Aber ein Mensch kann die Stufe erreichen, so dass er, subhanallah, auf dem Niveau der Engel Allah subhanahu wa ta'ala anbetet. Stellt euch vor, diese gewaltige Stufe zu erreichen, und niemand möchte diese Stufe erreichen, außer die Gläubigen, denen Allah subhanahu wa ta'ala Rechtleitung gegeben hat. Deswegen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt uns hier in dieser Überlieferung bei At-Tabarani rahimullah ta'ala, der stärkste Knoten im Iman bedeutet der vollständige Iman. Der stärkste Iman ist, jetzt kommt der Maßstab, dass du für Allah liebst und für Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebst. Und jeder von uns muss sich fragen, liebe ich, was Allah liebt, und liebe ich nicht, was Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls nicht liebt, wenn dein Maßstab so ist zu handeln? Und erst geht die Akzeptanz voraus. Wenn dein Maßstab so ist zu handeln, dann sei dir sicher, du bist auf dem richtigen Weg, denn du hast nur ein einziges Ziel, Allah subhanahu wa ta'ala zu gefallen. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, kurz angesprochen, du darfst niemals eine Sünde lieben. Auch wenn du diese Sünde selber noch nicht verlassen kannst, weil du noch nicht die Kraft von Allah subhanahu wa ta'ala und die Rechtleitung bekommen hast, so darfst du niemals diese Sünde lieben. Denke nicht, dass du diese Sünde lieben darfst. Nein. Auch wenn du es nicht schaffst, diese Sünde zu entkommen, du musst sie hassen. Und du musst sie an dir hassen. Und jedes Mal, wenn du sie ausführst, musst du bei Allah subhanahu wa ta'ala dafür bereuen. Denn du weißt doch, Allah liebt das nicht, was du tust. Mal angenommen, einer hat eine Freundin. Und er trifft sich jedes Mal mit seiner Freundin. Er weiß, jedes Mal, dass er sich mit ihr trifft, das ist haram für ihn. Das ist verboten. Alleine das Treffen, dass er diese Freundin hat und mit ihr das tut, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebt. Man sagt, wo ist das Problem? Ich bin ein Mann, sie ist eine Frau, wir haben uns auf etwas geeinigt, was wir beide möchten. Wo ist das Problem? Das Problem ist, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gesagt hat im Koran. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَاءَ سَبِيلًا. Und nährt euch nicht der Unzucht. Warum? Warum, ja Allah? Jetzt kommt die Antwort. Du sagst, ich bin ein Mann, sie ist eine Frau, wir kommen beide klar. Jeder hat das für sich entschieden. Warum sollen wir das hassen? Weil Allah subhanahu wa ta'ala dir jetzt sagt, innahu kana fahisha. Denn die Zina ist eine Abscheulichkeit. Darfst du jetzt noch kommen und sagen, die Zina ist etwas Gutes? Niemals. Niemals, wenn du einen Herrn hast und du behauptest, dass du einen Herrn hast, den du liebst. Und für den du liebst und für den du nicht liebst, dass du hier sagst, die Sünde akzeptiere ich trotzdem. Weil Allah hat dir gesagt, das ist eine Abscheulichkeit. Und wenn du das selber noch verrichten solltest, solltest du selber noch diese Sünde begehen, dann musst du jedes Mal, an dem du diese abscheuliche Sünde machst, denn Allah hat sie abscheulich genannt, das musst du an dir hassen. Und du musst das auf schnellstem Wege verlassen, wenn du willst, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir barmherzig ist. Das ist unser Maßstab, liebe Geschwister. Denn wir sagen doch, wir lieben alles, was Allah liebt, und wir lieben nicht, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebt. Niemals darfst du etwas lieben, was Allah azza wa jal nicht liebt. Denn das zeigt, dass du ihn subhanahu wa ta'ala nicht liebst. Schaut mal, bis zu welchem Niveau das geht, wenn ein Mann und eine Frau miteinander verheiratet sind. Wenn die Frau erfährt, dieser Mann, der mag dieses Essen. Und eigentlich findet sie dieses Essen überhaupt nicht lecker. Aber was macht sie aus Liebe zu ihrem Mann? Hä? Sie probiert von diesem Essen, sie versucht auch an dem teilzuhaben, was ihr Mann liebt. Und umgekehrt. Manche Männer interessieren sich überhaupt nicht für Dinge, die die Frauen machen. Für viele Dinge sogar nicht. Aber wenn sie sehen, das gefällt der Frau, die sie lieben, subhanallah, dann siehst du einen Mann Dinge machen, die er an sich eigentlich nicht kennt.
Warum? Nur um eine Liebe herzustellen, die zwischen beiden vorhanden ist. Und Allah gehört das höchste Beispiel. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Allah Azza wa Jal gehört das höchste Beispiel. Wenn du das für deine Frau tust, oder für deine Mutter, oder für deine Cousine, oder für deine Schwester, dann wie ist das mit Allah Azza wa Jal, liebe Geschwister? Du musst alles hassen, was Allah Azza wa Jal nicht liebt. Und du musst lieben, was Allah Subhanahu wa Ta'ala liebt. Du triffst einen Bruder. Dieser Bruder äußerlich ist nicht sympathisch. Darfst du ihn hassen? Frage. Ja oder nein? Nein. Warum darfst du ihn nicht hassen? Weil er dein Bruder ist und weil er was vor allen Dingen ist? Ein Muslim mit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Aufgrund dieser Tatsache musst du ihn lieben, auch wenn du ihn nicht sympathisch findest. Allahu Akbar, schaut mal, wie diese Religion ist. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Es gibt viele Feinde Allahs, die jetzt Muslime töten auf der ganzen Welt. Nehmen wir an, einer von diesen Feinden Allahs. Er kommt reumütig zurück und sagt, ich habe bereut bei Allah für alles, was ich im vergangenen Leben gemacht habe. Ich habe bereut und ich möchte ab jetzt das Leben eines Muslims lieben. Musst du ihn ab diesem Zeitpunkt lieben, ja oder nein? Ja, du musst ihn lieben. Allahu Akbar, der hat tausende von Muslimen vorher getötet. Das war, das war vor dem Islam. Ab dem Islam gibt es eine andere Behandlung, liebe Geschwister. Und subhanallah, so ist die Sache bei uns im Islam. Das geht nicht nach meinem und deinem Gelüst, sondern wir haben eine Basis in der Religion. Und an dieser Basis muss jeder festhalten. Und wir sollten uns merken, es gibt drei Arten der Liebe, liebe Geschwister. Erste Liebe ist die Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala. Und mit ihr vervollständigst du den Iman. Das heißt, du liebst, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. 1:1, liebe Geschwister. Niemals würdest du etwas nicht lieben, was Allah azza wa jal liebt. Der Beweis dafür, Anas radiyallahu anhu wa arda, er berichtete, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer immer drei Eigenschaften besitzt, er findet die Süße am Glauben. Allahu Akbar. Du musst wissen, der Glaube hat was? Einen Geschmack. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبَّهِ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ وَبِمُحَمَّدْ رَسُولَهِ. Derjenige hat den Geschmack, Allahu Akbar, der hat den Geschmack am Glauben gekostet. Und was lässt dich wissen, wie der Geschmack am Glauben ist? Einer der Salaf, er sagte, weil er subhanallah Allah azza wa jal auf beste Art und Weise versucht hat anzubeten, und jeder soll das mal versuchen. Versucht mal Allah auf beste Art und Weise anzubeten, wallahi, du kriegst eine Halwa in deinem Herzen. Möge Allah azza wa jal uns dieses ermöglichen. Du kriegst eine Süße in deinem Herzen. Was verursacht diese Süße in deinem Herzen? Dass du gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala vollständig demütig bist. Dass du es hast, eine Sünde zu machen. Und dass du diese Süße als eine großartige Freude im Leben erwartest. Diese Süße, die dieser Salaf-Gelehrte hatte, er sagte, wenn diese Süße, die ich gerade empfinde, weil er Allah auf beste Art und Weise angebetet hat, wenn diese Süße die Paradiesbewohner hätten, dann müssten sie die glücklichsten Menschen sein. Allahu Akbar, schaut mal. Subhanallah, du kannst diese Süße erreichen, indem du Allah subhanahu wa ta'ala auf beste Art und Weise anbetest. Und das bedeutet in erster Linie, dass du Allah und seinen Gesandten mehr liebst als alles andere. Allah und seinen Gesandten. Was heißt das? Das heißt, du hast viele Entscheidungen in deinem Leben. Mal angenommen, du möchtest jetzt ein Haus bauen. Du möchtest ein Riesenhaus mit Swimmingpool und das, was die Leute heutzutage haben. Wo? In Grunewald. Machen wir es uns mal schön. Lasst uns mal ein paar Minuten träumen, inshallah. Grunewald. Können uns gerade mal hier eine Wohnung leisten im Wedding oder in Kreuzberg. Auf jeden Fall, lasst uns ein bisschen träumen. Wir haben in Grunewald ein Riesenhaus für 2 Millionen Euro. Kriegt man überhaupt für den Preis ein Haus? Allahu alam. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, es gibt nur einen Weg, diese Sache zu ermöglichen. Ich muss was von der Bank nehmen, ein Kredit. Jetzt ist die Frage,
Du begehrst dieses Haus und du liebst dieses Haus. Und es ist ein großer Traum von dir, dass du seit Kindheit so ein Haus möchtest. Aber der Weg, dieses Haus zu erreichen, erfolgt nur über den Weg von Haram, von Zinsen. Jetzt ist die Frage, wofür entscheidest du dich? Allah subhanahu wa ta'ala, er hat dir die Zinsen nicht erlaubt. Und Allah azza wa jal hat denjenigen den Krieg erklärt, die Zinsen nehmen, liebe Geschwister. Jetzt ist die Frage, lässt du diese Sache für Allah subhanahu wa ta'ala? Antwort ja. Antwort ja. Warum? Weil du nichts mehr liebst als Allah und seinen Gesandten. Und das ist der Weg der Gläubigen, liebe Geschwister. Sogar bei einfachen Dingen. Wallahi, bei einfachen Dingen. Es gibt Leute, der sieht ein Produkt zum Essen. Er könnte eigentlich essen und Bismillah sagen und essen. Aber subhanallah, er erkundigt sich, was da drin ist, in diesem Produkt. Warum? Weil er will nicht, dass in seinem Bauch was landet. Hä? Haram. Schaut mal, bis zu welchem Niveau der Gläubige geht. Manche Leute finden das unverständlich. Die können sowas nicht verstehen. Wisst ihr warum? Weil Allah ihnen nicht die Gnade der Rechtleitung gegeben hat, liebe Geschwister. Das ist die erste Art der Liebe, die Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala, dass du nichts mehr liebst als Allah azza wa jal. Die zweite Art der Liebe ist die natürliche Liebe. Du hast eine Frau, du liebst sie. Du hast Kinder, du liebst sie. Du hast Vermögen, du liebst das Vermögen. Ist mir das erlaubt? Ja, es ist dir erlaubt. Und der Beweis dafür, liebe Geschwister, ist die Überlieferung von Amr ibn al-As, radiyallahu anhu wa arda, als er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist. Und er sagte zu ihm, welchen Menschen liebst du am meisten? Zu wem? Zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte sofort auf Anhieb Aisha radiyallahu anha wa arda. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat zu diesem Zeitpunkt 9 Ehefrauen gehabt und die Lieblingsehefrau von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war Aisha radiyallahu anha. Die Liebe kann man nicht, hä? Nicht teilen. Materielles, okay, deine Zeit, okay, aber die Liebe ist eine Sache, die kannst du nicht teilen. Er hat Aisha radiallahu anha am meisten geliebt. Dann sagte Amr ibn al-As radiallahu anha von den Männern, er sagte Abuha, ihr Vater. Das heißt, hier hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gesagt, dass er eine Liebe zu wen hatte? Hä? Zu Aisha radiallahu anha. Und diese Liebe ist gerechtfertigt. So darfst du auch deine Frau lieben. So darfst du auch deine Frau lieben. Und du darfst auch so dein Vermögen lieben. Man sagt sich vielleicht manchmal, ja, ich habe da so 10.000 Euro und manchmal rieche ich dran. Ist das verboten? Erstmal möge Allah dich recht leiten, wenn du daran riechst. Ich weiß nicht, auf welchen Duft oder Geruch du wartest, aber man sagt ja, ihr Geld stinkt nicht, ne? La hawla wa la quwwata illa billah. Aber wir sagen eine Sache. Solange deine Liebe was ist, hä? Solange deine Liebe lediglich eine natürliche Liebe ist und nicht die Liebe von wen übersteigt? Zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist das eine Liebe, die dir erlaubt ist. Du darfst dein Vermögen lieben, du darfst auch dein Auto lieben von mir aus, du darfst deinen Garten lieben, du darfst dein Haus lieben, aber eine natürliche Liebe. Diese Liebe hat Grenzen. Wenn du die Grenzen überschreitest, dann sind wir bei Punkt 3. Das ist die verbotene Liebe. Das ist die verbotene Liebe, liebe Geschwister, die mit Schirk zu tun hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَى. Hast du denjenigen gesehen, der sich sein Gelüst, seine Begierde zum Herrn genommen hat? وَلَيَّذُ بِاللَّهِ. Das heißt, er hat neben Allah azza wa jal was gesetzt? Einen Teilhaber. Und das ist die schlimmste Sünde. Auch wenn dein Name Ali oder Mahmud oder Abbas ist und du stirbst mit dieser Sünde, so solltest du wissen, dann gibt es keinen Unterschied zwischen dir und den Kuffar. Möge Allah uns bewahren. Was ist das für eine verbotene Liebe, diese Schirkliebe? Das ist genau diese Liebe. Dass du eine Sache mehr liebst als Allah subhanahu wa ta'ala oder so liebst wie Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal sagt, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Und es gibt welche unter den Menschen, die lieben eine Sache, wie man nur wen lieben darf? Allah subhanahu wa ta'ala. Aber
Die Gläubigen sind stärker in ihrer Liebe. Allahu Akbar. Das heißt, egal was ein Götzendiener, und das ist egal. Schaut mal, liebe Geschwister, manche denken, um ein Götzendiener zu sein, musst du eine Götze anbeten. Nein, die Sache endet hier nicht nur mit einer Götze. Wenn du deine Frau mehr liebst als die Religion des Islam, als Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist deine Götze was? Deine Ehefrau. Wenn du dein Geld förmlich anbetest und du sagst, nichts ist mir wichtiger als dieses Geld. Ich habe keine Zeit, Allah anzubeten. Ich habe keine Zeit zum Fasten. Ich bin hier bei dem Geld. Ich bewache es. Von morgens bis abends. Ein Sheikh hat im Übrigen eine Geschichte erzählt von jemandem. Und das ist eine wahre Geschichte. Er sagte, es gab einen damals in Saudiya. Das war so ein Vorort gewesen aus Saudiya. Der hat so kleine Goldklumpen gehabt zu Hause, liebe Geschwister. Und der hat abends hat er ein kleines Licht angehabt. Und dann hat er mit diesen Goldstückchen gesprochen. Und irgendwann hat er zu diesem Goldstückchen gesagt, mein Tod ist nah, ich weiß nicht, wie ich euch verabschieden soll. Aber ich kann mich nicht von euch trennen. Was hat er gemacht? Dann hat er angefangen, diese Goldstücke zu essen, damit er sich nicht von ihnen trennt. Allahu Akbar. Er hat das verschlungen, damit er mit diesen Sachen stirbt. Schaut mal, was seine Götze war, was sein Gott war. Das Geld, das Vermögen. Und es gibt Leute, Diese Dagobert Duck-Geschichten sind nicht von irgendwo. Es gibt Dagobert Duck in Wirklichkeit. Es gibt sie. Es gibt Leute, wallahi, wenn er hört, er muss einen Cent bezahlen, dann kann er 3 Tage nicht schlafen. Der kann nicht schlafen, der zittert. Der braucht Beruhigungsmittel. Warum? Weil er eine Rechnung bekommen hat. Der kann sich sehr schwer von seinem Geld trennen. Deswegen, diese Liebe ist eine sehr gefährliche Liebe. Dass du etwas wie Allah oder mehr als Allah subhanahu wa ta'ala liebst, wir nennen diese Liebe Schirkliebe. Das ist die Schirkliebe und sie ist verboten, liebe Geschwister. Derjenige, der diese Art der Liebe hat, er wird im Höllenfeuer landen. Und das ist wahrlich eine schlimme Stätte. طيب. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und der heißt, liebe Geschwister, بماذا عرف العبد أو العباد ما يحبه الله ويرضاه. Woher wissen die Diener, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und damit zufrieden ist? Allah azza wa jal, er hat ihnen Gesandte geschickt. Allahu Akbar. Barmherzigkeit. Wir haben das am Anfang erwähnt. Allah azza wa jal hat von jedem von uns ein Abkommen genommen. Mal sehen, ob ihr das noch wisst. Was hat Allah Azza wa Jal mit diesen Geschöpfen, die vorher noch keine vollständigen Menschen waren, sondern lediglich Seelen, was hat Allah mit ihnen verabredet? Hassan. Bin ich nicht euer Herr? Hat Allah Azza wa Jal diese Seelen gefragt? Und sie sagten, doch, wir bezeugen es. Das heißt, Allah hat mit ihnen was? Ein Abkommen. Ein Abkommen getroffen. Und dieses Abkommen hat Allah Azza wa Jal uns als was eingegeben? Als Fitra. Das bedeutet als natürliche Veranlagung. Liebe Geschwister, wir haben bereits mit Allah ein Abkommen getroffen, aber mit der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala hat er es nicht bei diesem Abkommen belassen, sondern er hat den Menschen weiter Gesandte geschickt, die ihnen sagen, was Allah Azza wa Jal von diesen Dienern möchte. Und er hat ihnen Bücher gelassen, subhanahu wa ta'ala, weil er so barmherzig ist. Und wir haben gesagt, es gibt eine umstrittene Überlieferung, in der heißt es, dass Allah Azza wa Jal 124.000 Propheten zu den Nationen entsandt hat. 124.000, wenn die Überlieferung authentisch ist, dann sagen wir, 124.000 Mal mindestens hat Allah die Barmherzigkeit den Dienern erwiesen. Allahu Akbar. Wo findest du so etwas? Sag mir bitte, lieber Diener. Wallahi, Allah möchte, dass du in das Paradies kommst. Allah möchte das. Und er möchte das Beste für dich. Schaut mal. Yuridullah an, yatuba alaikum. Allah möchte, dass du bereust bei ihm. Warum? Damit er dir auch vergeben kann. Allah subhanahu wa ta'ala, er wartet nur auf deine Reue. 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre bist du in einem Sündenloch
Und Allah wartet auf dich, obwohl er dich schon längst hätte vernichten können für diese Sünden, die du gemacht hast. Allah wartet nur darauf, dass du reuig zu ihm zurückkehrst, damit er deine Reue annimmt. Subhanahu wa ta'ala. Schaut mal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا. Und Allah, er ist voller Barmherzigkeit. Allahu Akbar. Dein Herr ist voller Barmherzigkeit. Wenn er sie für das zur Rechenschaft gezogen hätte, was sie mit ihren Händen vorausgeschickt haben, an Sünden, dann hätte er sie schon längst bestraft. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist geduldig. Und deswegen heißt er Al-Halim subhanahu wa ta'ala. Er ist nachsichtig, er wartet. Aber wenn du bereust bei ihm, dann verzeiht und vergibt er dir das Vergangene, was du gemacht hast. Wenn nicht, so kennst du deinen Ausgang, lieber Diener. Woher wissen wir, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und nicht liebt? Natürlich von seinen Gesandten, die zu den Menschen entsandt wurden. Sie haben den Menschen erklärt, was Allah azza wa jal von ihnen möchte. Und zusätzlich hat Allah subhanahu wa ta'ala sie mit Büchern entsandt, liebe Geschwister, so dass keiner am Tage der Auferstehung einen Beweisgrund gegen sich hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Rusulan, Mubashirin wa Munzirin, li'alla yakuna linnas ala Allahi hujja ba'da ar-Rusul. Es sind Gesandte, Überbringer frohe Botschaften, Überbringer frohe Botschaften und Warner. Sie haben die Menschen gewarnt, so dass die Menschen nach den Gesandten kein Beweismittel mehr gegen Allah subhanahu wa ta'ala haben. Die Gesandten waren doch da und sie haben uns aufgeklärt und sie sind nicht von dieser Welt gegangen, bis sie uns gesagt haben, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und was Allah azza wa jal nicht liebt. Was dich in das Paradies bringt und was dich in das Höllenfeuer bringt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ. Sprich, wenn ihr Allah liebt, o ihr Menschen, die ihr das behauptet, dann folgt mir, folgt dem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lieben wird euch Allah und euch eure Sünden vergeben, denn Allah ist allvergebend barmherzig. Und diese Aya wird von den Gelehrten als Aya der Prüfung genannt. Warum? Weil die Menschen behauptet haben, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Was war jetzt die Prüfung für sie? Hä? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Wenn ihr behauptet, dass ihr Allah liebt, dann folgt dem Gesandten. Wenn jetzt einer kommt zu uns in dieser Zeit und er praktiziert nicht richtig den Islam, er betet selten und er fastet selten und er tut selten das Gute und er sagt uns, er liebt Allah subhanahu wa ta'ala. Können wir ihm diese Liebe absprechen? Na? Können wir ihm diese Liebe absprechen? Nein. Warum? Mit Begründung. Was ist Maßstab? Wir haben doch gerade die Eier gelesen. Ein Mädchen bedeckt sich nicht, die sagt, Rasulallahi Rabbana, und singt ganze Zeit Nashi. Sagen wir, sie liebt Muhammad sallallahu alaihi wasallam wirklich, ja oder nein? Na. Ja, das ist die Sache. Passt auf, liebe Geschwister. Die Widersetzung ist ein Beweis, dass deine Liebe nicht was ist? Vollständig. Wir können aber nicht sagen, dass ein Sünder absolut Allah nicht liebt und seinen Gesandten. Aufpassen. Es gab einen Sahabi in der Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der ständig getrunken hat. Er war alkoholabhängig. Subhanallah. Wallahi, eine gefährliche Sucht. Und viele kommen nicht heraus aus der Sucht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen, die süchtig sind, wieder zum richtigen Weg verhelfen, der ihnen Glückseligkeit in der Dunya und Akhira bringt. Schaut mal, liebe Geschwister, er war süchtig gewesen und jedes Mal wurde er gepeitscht dafür, dass er diese grausame Sünde begangen hat. Und eines Tages, als er schon mehrfach gepeitscht wurde, verfluchte ein Sahabi ihn einfach mal. Da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu das nicht, denn er liebt Allah und seinen Gesandten. Das heißt, trotz dieser einfachen oder großen Sünde, das Trinken des Alkohols, das Trinken von Khamr, Alkohol ist was? Eine große Sünde, liebe Geschwister. Trotz, dass er diese große Sünde begangen hat, was ist passiert?
der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Offenbarung bekommt, er hat bestätigt, dass er Allah und seinen Gesandten liebt. Das heißt, wir können ihm nicht was absprechen? Die Liebe können wir ihm nicht absprechen. Aber wir sagen, mit jeder Sünde entfernt man sich von Allah subhanahu wa ta'ala. Mit jeder Sünde, liebe Geschwister. Deswegen sollen wir aufpassen, weil wir wollen, dass unser Tauhid vollständig ist. Mit jeder Sünde entfernen wir uns von diesem vollständigen Tauhid, der die Grundlage für unsere Religion ist, der Bund zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala ist. Dass du niemand anderen anbetest außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und selbst wenn du im Leben eine Entscheidung hast zwischen gut und schlecht, dann musst du dich immer für das Gute entscheiden. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns, liebe Geschwister, das gelassen, woran wir festhalten sollen. Sprich die Gesandten und die Bücher und alles wurde uns erklärt. Wir kennen die Befehle und wir kennen das, was uns geboten wurde in der Religion, was wir tun müssen und wir wissen, wovon wir uns entfernen müssen. Wenn wir dieses wissen, dann müssen wir jetzt nach diesem Wissen handeln. Das bedeutet, du weißt, Allah Azza wa Jalla möchte, dass du fünfmal am Tag betest. Dann musst du dich bemühen, diese fünfmal am Tag zu machen. Weil du somit deine Liebe gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala beweist. Und deswegen, liebe Geschwister, warum dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen? Weil er nichts getan hat, nichts gesagt hat, nichts gemacht hat, außer was in Übereinstimmung mit dem war, was Allah geliebt hat. Also ist es deine Aufgabe, ihm so zu folgen, wie Allah Azza wa Jal dir das befohlen hat. Damit du ebenfalls eine Person bist, die Allah Azza wa Jal liebt. Und inshallah ta'ala, ich wollte eigentlich auch heute noch die drei Bedingungen der Ibadah machen, aber es ist 18.30 Uhr und wir wollen den anderen kein Unrecht tun. Wir lassen vielleicht noch 5 Minuten maximal für Fragen nur zum Thema bitte, inshallah ta'ala, bevor wir dann mit dem Hauptunterricht im Koran weitermachen. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Na, tfadal. Du hast gesagt, der Bruder sagt, derjenige, der etwas mehr liebt als Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt, auch von der Schirkliebe gibt es nochmal was? Hä? Unterteilung. Wenn es diese Art von Liebe ist, dass er deswegen seine Religion nicht mehr praktiziert, dann hat er eine Schirkliebe begangen und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalik lima yasha. Allah wird es niemals vergeben, was? Dass man ihn ein Partner, ein Teilhaber zur Seite stellt, aber alles, was darunter ist, vergibt Allah, wem er will. Frage, Teilhaber hat er sich genommen oder nicht? Prinzipiell sagen wir, weil die Entscheidung immer noch bei Allah liegt, aber prinzipiell, weil Allah uns das gesagt hat, sagen wir, der ist ewig im Höllenfeuer, diese Person, der diese Schirkliebe gemacht hat. Na? Aber passt auf, nicht, dass wir das falsch verstehen. Jetzt eine Person, er hat jetzt zum Beispiel ein Gebet nicht gemacht, weil er gerade mit seiner Frau beschäftigt war. Der hat das Gebet gelassen. Dieses eine Gebet, ganz gelassen. Ist das die Schirkliebe, als wenn du deine Religion lässt? Ist das dasselbe? Ja oder nein? Es ist nicht dasselbe. Deswegen, es gibt was? Rangstufen. Ja, und es gibt diese Männer, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, die finden keinen besseren Zeitpunkt, dann sind die mit ihrer Frau zusammen und die vergessen, dass das Gebet ist. Und sie amüsieren sich mit ihrer Frau, bis die Gebetszeit vorbei ist. Das ist eine gewaltige Sünde. Wallahi, das ist eine gewaltige Riesensünde. Und in einer Überlieferung bei Ibn Majah heißt es, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der nur, passt auf, eine Raka, man taraka rak'an, muta'ammidan. Derjenige, der nur eine Rak'a absichtlich unterlässt. Allahu Akbar. So wurde ihm der Schutz Allahs entzogen. Allah überlässt sich wen? Den Menschen. Wegen einer Rak'a. Was liebst du mehr, deine Frau oder Allah? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so heißt es in der Überlieferung bei Al-Bukhari, er stand immer im Dienste von seiner Familie. Das heißt, er hat zu Hause auch
mitgeholfen, sallallahu alaihi wasallam. Er hat zum Beispiel seine Kleider geflickt. Oder er hat andere Dinge gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Aber wenn er den Adhan gehört hat, so wurde berichtet, hat keiner ihn mehr gesehen. Niemand mehr. Egal, was er getan hat. Warum? Wo ist die Grenze? Jetzt hast du Zeit, dann mach das in der Zeit, was du hast. Aber nicht, dass du in der Zeit, wo Allah dich ruft, und an fünfmal am Tag ruft dich Allah zu jedem Gebet. Wallahi, ich staune. Wisst ihr was, liebe Geschwister? Wallahi, ich staune. Wenn dich ein bekannter Politiker rufen würde, so würdest du eilen. Und du würdest dich schick machen und dir vielleicht vorher noch einen Anzug kaufen und zu diesem Politiker gehen. Subhanallah al-Azim. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala ruft dich. Wo ist da dein Eilen zu Allah subhanahu wa ta'ala? Schaut mal. Und das ist ein wunderschönes Beispiel. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimullah ta'ala, rahmatan wasi'a, möge Allah azza wa jal ihn reichlich belohnen für das, was er für den Islam gemacht hat. Er hat einmal in der Moschee verweilt, weil das Gebet gleich ist. Und dann kam eine Person zu ihm und er sagte zu ihm, der König möchte mit dir sprechen. Und der König verlangt nach dir, der König, damals. Dann hat er den Adhan gehört, er sagte, ich habe keine Zeit. Der König, der Könige verlangt gerade nach mir. Wer ist der König, der Könige? Allah subhanahu wa ta'ala. Dann gibt es nichts mehr. Nichts. Und das ist das Leben von einem Muslim.